Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Mareike Morr und ich darf hier Gesang unterrichten. Ich bin selbst ausgebildete Pianistin und Mezzosopranistin und befinde mich jetzt in meinem dritten Semester. Kaffee oder Tee? Kaffee. Renaissance oder zeitgenössische Musik? Zeitgenössische Musik. Wanderung oder Fahrradtour? Wanderung. Jazz-Pop-Konzert oder klassisches Sinfonieorchester? Klassisches Sinfonieorchester. Bach oder Beethoven? Bach. An meine Aufnahmeprüfung kann ich mich sehr gut erinnern. Ich hatte nämlich zwei. Eine als Klavierstudierende und eine als Gesangsstudentin. Und als ich meine Aufnahmeprüfung für das Fach Klavier machte, war ich ziemlich aufgeregt, weil alles komplett neu war. Und in Hannover übrigens habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht. Und als ich dann aber wechselte vom Klavier zum Gesang und da meine zweite Aufnahmeprüfung hatte, da wusste ich, ich habe das gefunden, was ich machen will. Und da war ich eigentlich ziemlich ruhig. Ich habe während meines Studiums im Fach Klavier ganz viel mit Sängern gearbeitet und hatte mich sehr für die Liedbegleitung interessiert. Und weil ich mehr verstehen wollte, wie Sänger funktionieren, worauf Sänger achten, habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich da einfach immer weiter reingewachsen bin und dachte dann, ich muss das studieren. Das macht so viel Spaß. Und diese Hinwendung, das war eigentlich einer der entscheidenden Punkte. Als Pianist bist du 8, 9, 10 Stunden alleine in deinem Zimmer und übst. Und als Sänger hast du viel mehr mit anderen zu tun, kannst musizieren mit anderen und du hast diese Hinwendung zum Publikum beim Konzert. Das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Also bevor ich nach Freiburg hier an die Musikhochschule gekommen bin, war ich 10 Jahre an der Staatsoper Hannover als Mezzosopranistin beschäftigt. Das habe ich geliebt, die Arbeit und das Leben auf der Bühne und hinter der Bühne, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das Unterrichten hat eigentlich die ganze Zeit über schon immer eine große Rolle gespielt, zum einen aus finanziellen Gründen, weil man als Opernsänger leider so wenig Geld verdient, dass man nebenbei einen anderen Job braucht. Und das war zuerst eine Hausmeistertätigkeit und dann das Unterrichten bei mir. Und das war auch eigentlich etwas, was mit dem Tun immer mehr Freude gemacht hat. Am Unterrichten begeistert mich die gemeinsame Zusammenarbeit mit den jungen Menschen, die Lust haben zu singen. Also diese, ich denke manchmal, es ist fast wie so eine Archäologie. Da gibt es die Stimme und ich versuche gemeinsam mit den Studenten, mit den Studierenden, die Stimme sozusagen zu finden, zu entdecken, aufzubauen, zu pflegen, zu entwickeln, Feuer zu entfachen, das Brennen für die Musik weiter auflodern zu lassen. Ja, das ist das, was mir total viel Spaß macht. Und es hat wahnsinnig viel eigentlich mit meinem eigenen Singen und meinem Tun zu tun. Mehr, als ich eigentlich dachte. Es macht mir mehr Spaß, als ich dachte. Ich wünsche mir, dass meine Studierenden von mir lernen, dass Musik das Schönste auf dieser Welt ist, dass Singen unglaublich viel Freude macht und eine ganz tolle Erfahrung für den gesamten Menschen ist. Und ich gebe ihnen alles, was ich habe. Wir kriegen alles. Ich habe Improvisation in meiner Ausbildung eigentlich total vermisst. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind das total gerne gemacht habe, aber das mit dem Lernen des Notentextes und dem Wiedergeben von Kompositionen, eigentlich diese Fähigkeit, die Kinder alle haben, bin ich ganz fest davon überzeugt, die wir alle eigentlich haben, nicht mehr gefördert wurde. Und dann ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten und tatsächlich auch angstbesetzt gewesen. Also wenn jemand gesagt hat, improvisier doch mal, dann dachte ich, um Gottes Willen, das kann ich überhaupt nicht. Völlig vergessen, dass man das als Kind eigentlich gemacht hat. Und ich erlebe das jetzt bei meinem Sohn, wie der ja mit seiner Stimme umgeht als 2-1/2-Jähriger, wie virtuos und völlig unvoreingenommen. Und ich glaube, dass das wieder ein ganz wichtiger Bestandteil sein sollte, auch in der Ausbildung, auch in der jetzigen Ausbildung. Ja, egal ob du Geige, Klavier oder Gesang lernst, müsste die Improvisation eigentlich ein Teil der Ausbildung sein, finde ich ja.